Das letzte Mal habe ich doch gezeigt, wie man aus diesem Glas das Wachs entfernen kann. Jetzt kam eine Information, dass meine Tipps probiert wurden, aber es nicht funktioniert hat, weil das Wachs nicht aus dem Glas raus konnte, wie jetzt in diesem Glas ersichtlich, weil es oben einfach einen Rand hat. Und das versuchen wir jetzt heute mal. Jetzt stecke ich das Glas mal in den Gefrierschrank und dann schauen wir mal, was dann passiert. Das wird nicht funktionieren, aber nur mal, um es dann zu zeigen. Bitte nicht eine Minute, wie beim letzten Video gesagt, sondern ca. 20-30 Minuten. Das mit der Minute war nur ein Scherz. Wenn wir jetzt versuchen, die Kerze hier rauszubringen, geht natürlich gar nichts, weil es hat erstens so Vertiefungen von der Schrift und zweitens, wenn es hier hoch rutschen würde, wird es natürlich nicht über den Rand drüber gehen. Deshalb machen wir es jetzt richtig. Und dazu machen wir Folgendes. Mit heißem Wasser und da stellen wir die Kerze, die mittlerweile Raumtemperatur hat, rein. So, wenn das Wachs geschmolzen ist, können wir das Glas aus dem Wasser rausnehmen. Und das Wachs in ein anderes Glas schütten. Und jetzt lassen wir das Glas ein bisschen abkühlen. Glas wieder Raumtemperatur hat, stecken wir es wieder in den Gefrierschrank. Und warten nochmal 10 Minuten. Und nun hole ich die Kerze oder das Glas mal raus und mache das restliche Wachs weg. So. Und nun kann man das restliche Wachs, zum Beispiel mit einem Löffel, leicht entfernen. Und danach das Glas in die Spülmaschine und fertig.